So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute möchte ich euch mal eine kleine Geschichte erzählen. Ramses, der Ehrenmann, so wurde ich nämlich letztens genannt. Da ging es um meinen Kollegen Dratiote, der hat sich jetzt umbenannt in Team Shiny Tom. Und der wollte unbedingt mal ein gutes Dragoran, beziehungsweise hat auch gesagt, er hat im ganzen Leben bisher nur 2 Dratini gefangen oder irgendwas. Und der hat mir so leid getan. Ich habe da in letzter Zeit häufig Kontakt mit ihm gehabt und dann habe ich gesagt, okay, ich tausche dir einfach einen Dragoran rüber. Leider habe ich aber keinen Dragoran mehr gehabt, was ich ihm geben konnte. Deswegen habe ich es dann ganz einfach gemacht. Ich habe mal geguckt, was habe ich denn noch so für Dratinis am Start. Und ich glaube, kein normaler Mensch würde einen Dratini abgeben mit guten IV. Ich habe dann aber einfach ein 96%iges gehabt mit über 500 WP. Und das hätte ihm ja nichts gebracht, wenn ich ihm das Dratini rüber trade, weil er hat ja auch keine Bonbons, um sein Dratini zu entwickeln. Also habe ich mir gedacht, okay, willst du mal nicht so sein, du hast ja genug Bonbons. Du nimmst einfach mal dein 96%iges Dratini, hast ja über 1600 Bonbons, entwickelst das also zu Dragonir, entwickelst das Ganze nochmal zu Dragoran. Nicht vergessen, ein 96%iges Dragoran. Das kam dann auch raus auf ca. 2400 WP. Also manche finden das schon richtig krass. Manche haben noch nicht mal einen Dragoran mit 2400 WP und 96%. Die würden da jetzt schon dahin schmelzen und sagen, oh mein Gott, richtig nice. Das habe ich dann aber einfach mal entwickelt. Habe auch gleich die Attacken geändert. So freundlich war ich auch noch. Habe Hyperstrahl weggemacht, habe Orkan weggemacht, habe ihm da also Drachenrude und Wutanfall draufgepresst mit meinen TMs. Die habe ich auch noch ausgegeben. Der Ramses schmeißt hier die TMs raus. Ja gut, normalerweise, wenn ich da immer so 50, 60 Stück habe, schmeiße ich die eh weg, bis ich nur noch 30 Stück übrig habe. Und dann habe ich also mein vollkommen durchentwickeltes Dragoran mit 2400 WP mit 96% genommen. Er hat mir einfach eine Tauschanfrage geschickt, Team Shiny Tom. Und dann habe ich das mit ihm getauscht. Das Coole war, er hat nämlich auch noch keine 10 Glücks-Pokémon gehabt. Und er hat natürlich noch alle Pokémon von 2016 gehabt und deswegen hat er sich da besonders drauf gefreut auf das Dragoran, weil er wusste, wenn wir das tauschen, es wird ein Lucky Dragoran. Und da hat er drauf gehofft, dass es natürlich richtig gute IV hat, richtig ab durch die Decke geht, hat mir dafür dann ein Ibitak gegeben. Und ich meine, ich will ja auch immer sehen, dass ich von jedem Pokémon ein Lucky bekomme, für den Dex zumindest, dass der Hintergrund ausgefüllt ist und dass alles passt, dass alles vollständig. Ausgerechnet Ibitak habe ich natürlich schon gehabt als Lucky, er hat aber nichts anderes gehabt, also habe ich in dem Moment erstmal nichts davon gehabt, außer ein zweites Lucky Ibitak. Mit schlechten IV auch noch, hatte nämlich nur wirklich hohe Werte, also den zweiten Satz. Aber ich habe es ja für ihn gemacht, er hat also ein Lucky Dragoran bekommen. Das hat sogar danach, glaube ich, immer noch so um die 90%, 93% oder irgendwas gehabt. Auf 2400 WP, er hat sich auf jeden Fall riesig gefreut, hat noch 1000-mal sich bedankt und gesagt, jo, Ramses, richtig coole Sache, sehr ehrenvoll, Ramses, der Ehrenmann, oh mein Gott, und ist da richtig abgegangen. Ich habe also dann 2 Ibitak gehabt und dachte mir, okay, warum hast du das jetzt eigentlich gemacht? Aber nein, mir hat schon gereicht, dass er sich natürlich gefreut hat. Er wollte sich aber trotzdem noch bedanken. Wir waren damals auf Freundschaftslevel 2. Er hat dann mir jeden Tag auch immer ein Geschenk geschickt. Ich habe ihm ein Geschenk geschickt. Wir haben immer geguckt, dass jeden Tag das sich steigert, bis wir Level 3 erreichen. Und als Dank hat er mir dann, sobald wir Level 3 erreicht haben, einfach noch ein Shiny Tanzer gegeben. Das fand ich dann wieder cool, weil das hat mir auch noch gefehlt, das habe ich noch nicht gehabt. Und so hat sich das am Ende also doch gelohnt, auch wenn man erstmal nichts davon hat und denkt, warum mache ich das? Ganz am Ende wirst auch du belohnt, ungeehrt. Und so ging die Geschichte für beide ja gut aus. Er hat endlich seinen Dragoran bekommen, eine coole Sache für ihn, eine coole Sache für mich und richtig cool. Gibt's halt leider nicht oft so, manche kommen da an, die wollen und wollen, die nehmen und nehmen und die geben einfach nichts zurück. Oder sie versprechen so viele Sachen und dann verliert man sich wieder aus den Augen. Da hat es geklappt natürlich. Also der Dratiote, Team Shiny Tom, eine coole Socke. Freue mich immer, wenn ich den sehe. Ne?
Grüße gehen raus nochmal. Danke für das Shiny Tanza. Ich hoffe, dem Lucky Dragoran geht's auch gut. Und das war's aber jetzt von dieser Folge. Wie gesagt, heute nur eine kleine Geschichte mal, um auch zu sehen, es gibt einfach noch gute Menschen und nette Leute. An der Stelle auch nochmal Grüße raus an den Thorsten, auch immer noch einer der korrektesten Menschen, die ich je getroffen habe, der jedes Mal so dankbar ist und einem entgegenkommt. Und was hat der mir nicht schon überall dann auch was hat der sich nicht erkenntlich gezeigt, in höchsten Formen, wo ich es überhaupt nicht erwartet hätte. Und ja, es klingt ein bisschen pervers, aber egal. Und ich meine, das ist halt einfach so, geben und nehmen und in gleichen Sachen ist das Beste, was sein kann. Deswegen freut euch, wenn ihr Leute um euch rum habt, denen ihr vertrauen könnt, die für euch da sind, für die ihr da sein könnt, wo das alles noch gut läuft. Gibt's leider nicht mehr so oft. Aber das war's von meiner Seite aus jetzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.